Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Show Your Adventure. Das ist mein erstes Let's Show. Deshalb starte ich ja mal mit meinem ersten Adventure, das ich schon fertig habe. Ja, und ihr könnt mir die Dateien bzw. eure Welten zuschicken via WinRAR und ich entpacke sie dann. Ja, das Übliche halt. Schickt mir einfach den Link, wo ich es runterladen kann und dann geht das schon. Dann werde ich eure Welt auch zeigen. Allerdings, ich habe im Voraus gesagt, ich kann nicht alle Welten spielen bzw. zeigen, weil das wird dann einfach zu viel für nur 15 Minuten aufnehmen. Jo, dann legen wir mal los im Einzelspielermodus. Und hüpfen mal auf die Doodle Jump Version in Minecraft. Moment, ich blende kurz aus. Jo. Das wäre so meine kleine Minimap. Ungefähr 1, irgendwas. 1,49 Kilobit oder so, Kilobyte oder irgendwie sowas. Ja. Und dieses Doodle Jump funktioniert jetzt hier in diesem Glaskäfig. Das ist immer genauso wie das normale Doodle Jump. So bloß etwas schwieriger. Und hier oben geht es dann einfach in eine bestimmte Richtung weiter. Ja. Hier unten kann man dann nochmal saven, falls man stirbt, dass man hier dann sein Spawn-Dingsbums hat wieder. Jo, die Regeln könnt ihr euch alle dann später durchlesen. Entschuldigung für den Schilderwald. Ich wollte alles kompakt haben. Genau, und auf die Leiter muss man hier immer achten im Spiel, aber das klärt sich alles von selber. Und dieser Stein hier, der ist fies. Der ist richtig fies. Aber ich zerstöre den jetzt nicht. Ihr wisst bestimmt, was da schon drin ist, oder? Jo, also auf jeden Fall den Link zu diesem Adventure werde ich auf jeden Fall in der Beschreibung posten. Jo, und ich werde dann später noch einmal ein Let's Play drehen von meinem Adventure. Das dauert dann höchstens nur ein paar Minütchen oder so. Es ist jetzt echt wirklich nicht groß, aber eigentlich schon relativ gut dafür, dass es mein erstes, wirklich mein aller erstes Adventure ist. Sorry, war gerade eine Schnacke. Habe gerade vor dem Mikro zerschlagen müssen. Jo, das war's erst einmal für das erste Let's Show. Ich werde euch den Link wieder in die Beschreibung posten und dann könnt ihr es ja selber mal ausprobieren. Es ist zu schaffen. Auch wenn's, wie hier geschrieben steht, Ausrastpotenzial hat. Hier unten steht's. Oh, Minecraft ist bei mir verpackt, da kann ich nicht so direkt an die Schilder rangehen. Gut. Also auf jeden Fall seid ihr. Ja. Das war's und tschüss, bis zum nächsten Adventure. Ich sag tschüss und die Map könnt ihr ruhig noch erweitern, aber bitte nichts
an dem Teil hier rumbauen. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Little Red One.